Jetzt wird allerdings ein ganz großer verabschiedet. Eine Trauerminute zu gedenken an Heinz Hinterkircher. Er war der letzte Spieler des Meisterteams von 1949 und auch im hohen Alter sehr aktiv und Eishockey interessiert. Er war einer, der noch auf dem Dolder unter freiem Himmel vor 12.000 Zuschauern gespielt hat. Also ohne Dach. Und einer, der nach dem Training auch noch nach Hause lief, um die 20 Rappen für die Tramfahrt zu sparen. Der hat alles erlebt. Auch natürlich eben noch den Einzug in die Swiss Life Arena. Hier haben wir ihn im Bild. Heinz Hinterkircher. Am 13. April ist die Trauerfeier. Dann wäre er 100-jährig geworden. Also etwas mehr als zwei Wochen vor seinem 100. Geburtstag verstorben. Der Großvater von Matthias Hinterkircher. Das also zu Ehren von Heinz Hinterkircher.